Ja, hallo Leute. Wir sind wieder hier, wir haben die Pokémons geheilt und jetzt kommt ein Pokémon Ranger und möchte uns erstmal andauern. Ey, Arschloch! Möchtest du etwa nach Kefla Town? Sieht so aus, als wenn dieser Pfad blockiert ist, was? Ne? Ach so, ja, durch Erdrutsche, ne? Wir haben hier ganz, ganz viele. Pass mal auf, dass ich dich nicht verrutsche. Mach dir keine Sorgen, ich bin ein Pokémon Ranger. Ich beschütze Leute, aber nicht so hässliche wie dich. So. Was Auf, dass das? ich dich nicht verrutsche. Wow! Die beiden Pokémon haben wir Das sind vielleicht unsere, die hat er gerade geklaut. auch. Ja, bla Ja, bla ja. bla. Watch and learn! Was hat er vor? Styler? I managed to convey my. Was? Oh, irgendwas mit. Ah Keine Ahnung, ja, was das okay. heißt. Er fragt viele Pokémon, ob sie ihm helfen. Er stellt sich vor, nennt seinen Namen. Gibt denen ein Bier aus. Oh. Und er redet mit denen, klar, was man so tut. Danke für eure Hilfe. Nein, ich Aha. wollte euch fangen. Ja. Ach. Ne? Guckt ihr jetzt an, so arbeiten wir. In Ja, Harmonie mit der in Harmonie Umwelt. mit der Umwelt. Spast. Alter. Wir leihen uns die Kraft von wilden Pokémon, um das Gute zu machen, nicht so wie du. Wir quälen die nicht, wir sperren die nicht in so kleine Kugeln. Ja, okay. Ja. Achso, eigentlich ist er ja wirklich der Hippie-Typ, wenn ich Ja, das so. ja. Macht, lass die Respekt für die Ne? Natur und so. Und wenn du in Problemen bist, frag lieber nicht. Wir hauen dich nur. Oh, Captivate. Oh, voll schön. So, jetzt geht's weiter. Was ist das für eine Das ist Höhle? kein. Da waren wir schon drin. Was? Sind wir? Echt? Echt? Ja. Aber das ist doch. Oh, hä, warum denn? Okay. Den haben wir schon am Anfang besiegt. Ja, das war Ja. diese Höhle, durch die wir da nach oben gekommen Ah, die sind. Höhle des Grauen, Ja! des Grauens und Schreckens. Larry möchte auf den Arsch. Okay, Larry möchte auf den Arsch. Go, Rapunzel, auf den Arsch. Kampf gegen Kampf. Ist das sinnvoll? Nö. Gut. Aber vielleicht ist das Rock Smash stärker als das, was er hat. Ja, sorry, dass ich so oft irgendwie in Summary reingehe, weil ich gucke gerade. Scratch. Hä? Ja. Was guckst du? Ich gucke nach Attacken, die ich machen möchte. Also ich möchte keinen Low-Kick machen, weil Mankey wiegt ja nichts, ist ja ein kleiner Affe. Voll in die Eier. Sagte er und der Gegner hat einen Low-Kick eingesetzt. Yes. Voll geklatscht. Ja, komm. Dann bin ich jetzt auch mal langweilig. Dann mache ich jetzt auch mal die A-Taktik. Voll geklatscht wie eine 80-jährige Oma beim André Drieu-Konzert. So. Cool. Puel. Kampf war das, ne? Ja. Kampf gegen Kampf. Kampf gegen Macht Kampf. normal. Macht normal, eins. Cool. Dann ist unser Mankey einfach nur unglaublich underlevelt. Kampf ist gut gegen Gestein. Was ist Käfer? Und Ist Lichtstahl. Käfer gut gegen Käfer ist. Stahl und Moment, Moment. Gestein? Jetzt ist die Tabelle ist leider so groß. Käfer gegen Stahl oder Gestein? Stahl. Nö, halb so gut. Oh ne, dann hat er schon verkackt. Ne, dann bleiben wir jetzt hier beim Schlork. Schlork. Dann Und schmelzen wir. Gestein auch halb. Nee. Hä? Da gibt alles keinen Sinn. Gestein einmal. Und einmal ist quasi null. Was? Was erzählst du? Nee, ich Ergibt wollte. das Sinn? Es ist quasi weder effektiv noch nicht effektiv. Also in der Mitte. Und zweimal ist sehr effektiv und. Hey, Klaus! Was geht denn? Ich Richie bin Fritschi. hier! Willst du kämpfen? Ich bin auf der Route 1. Find mich, ja? Mein Vorthog wird dich erwarten. Klick! Klick. Das hat er gesagt. Das hat Ja, was ist ein Vortalk? Klick, Digga! Das ist, glaube ich, so ein Frosch. Gift, Wasser oder so? Oh, was hast du bekommen? Great Ball. Great Ball. Kann ich hier nicht irgendwie durch die Pokémon so durchgehen, dass ich mir das immer ansehe? Ach, hier, komm, wir müssen keine Wissenschaft draus machen. Wir sind jetzt wieder auf Route 1, ne? Willst du wirklich zurücklaufen? Ja, wir müssen. Müssen wir? Ja.
Wo musst du hin? Ja. Ich muss zurück nach Kevlar Town. Warum? Was ist hier? Ah, da! Links kannst du die Steine zerschmettern. Sicher? Wahrscheinlich. Ja, dann Pokémon wieder tot ist, kann ich das ja auch mal wieder heilen. Juhu! Piep, 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 piep. Oh, ich... Was? Ich hab voll in der Musik falsch mitgesungen. Und dann, wenn ich das später schneide, denke ich mir, oh, das ist asynchron. Wahrscheinlich habe ich... Das ist mir noch nicht passiert. Da habe ich irgendwie voll schief die Melodie mitgesungen, habe probiert, das daran zu synchronisieren und dann habe ich mich voll geärgert, weil das überhaupt nicht gepasst hat. Eigentlich musst du nur A drücken und dann bietet er es hier automatisch an. Okay. Okay. Geht nicht. Was brauchst du denn dafür? Wahrscheinlich dann Stärke. Stärke, oder so. Ja. Stärker und stärker. Bin ich stark, Junge? Ja gut. Dann? Dann? Und dann? Lass mich alleine! Ne? Jetzt ist richtig. Heißt außerdem Fragezeichen. Solltest du in den Blumenladen? Weiß nicht. Ich möchte was kaufen. Aha. Jetzt kann ich in den Blumenladen. Okay. Ich möchte doch nichts kaufen. Sollten wir wirklich zurückgehen? Ja. New Shore? Und was sollten wir da machen? Wir können jetzt wahrscheinlich dort weiter in die andere Richtung gehen. Oh, hier, komm. Ich mache jetzt mal lehrreiche Stunde. Und zwar, unser Pokepot hat doch eine Karte, ne? Ah, ja. Siehste? Ja. Hier, und guck mal. Hier waren wir jetzt in No-Torch. Ja, es geht ja gar nicht mehr weiter. Da mit der... Oh, Alter, diese Steuerung. Da waren wir drin. Du kannst auch das D-Pad benutzen. Das heißt, es ist auch noch an. Du kannst auch das D-Pad benutzen. Ja. Nein, nix. Entweder oder. Oh, cool. Wir können auch Leute anrufen. Ah, ja. Ruf mal unseren Kumpel Professor Bimbo an. Nee. Ruf hier niemanden an. Der eine, das ist ja cool, aber dass du da so ein Zeichen hast dafür, dass sie auf die Schnauze wollen. Was ist hier eigentlich so drin? Wir haben uns nie die Häuser angeguckt, Leute. Nie haben wir uns die... Weil da nichts drin ist. Aber vielleicht ist ja doch... Das haben wir uns schon mal angeguckt sogar. Nein, das kann gar nicht sein. Doch. Du lügst mich doch an. Ja, und? Ich will in dieses Haus rein. Es ist mir egal. Ich spiele... Ja. Das ist hier meine Diktatur. Ja. Das nächste Mal diktiere ich dann wieder. Ah ja. Was hat er gesagt? Das war das mit den Pokémon, dass er keine Kinder möchte, sondern lieber Pokémon großziehen möchte. Weil das leichter ist. Hatten wir das schon mal? Ja. Ach, das ist vielleicht die Aufnahme, die uns verloren gegangen ist. Weil ich sie gelöscht habe. Oh ja, Return to Mookie Town. Ja, Christoph guckt jetzt auf eine Komplettlösung. Ja, nur mal, um zu gucken, ob wir nicht wirklich völlig daneben liegen. Ja. Ich muss eh die Pokémon wechseln, weil die hier alle überhaupt nichts... Pokémon Schmuckemon. Was? Schmuckemon? Ja, ich kann auf alles reimen. Reim auf... Reim auf... Ja, was denn jetzt? Irgendwas Cooles. Reim auf... Pokédex. Pokédex Schmuckedex. Ich glaube, ich habe noch nie was Traurigeres gehört. Das kommt aus, wie hießen die das? Scrubs. Das ist nicht mein Witz. Den habe ich mir nicht überlegt. Ich habe ihn geklaut. Get out of my way! Wow. Was geht denn da? Na, ein Triathlet möchte sich mit uns battlen. Wow. Der soll mal lieber davon laufen. Oh, das ist schlecht. Langsam aber weit. Ups. Ich glaube, wir kriegen jetzt wieder voll auf die Fresse. Yep. Aber darum geht's in dem Spiel. Immer auf die Schnauze zu bekommen. Ja, und dann wieder aufzustehen. Und weiterzumachen. Indem man ein Pokémon einfach überlevelt. Struggleblock. Nope. Naja, deswegen. Ja, vielleicht solltest du lieber dann Schlock nehmen. Wie immer. Ist Fairy vielleicht gut gegen Kampf? Nein, ich glaube nicht. Wissen tue ich es nicht, aber macht das überhaupt was? Macht das Schaden? Ja. Aber ich guck mal. Ich habe doch gerade aufgemacht hier. Tabelle. Da siehst du, da kannst du auch mal das Symbol sehen für Spezial. Ah, das ist diese, okay, wie so ein Dart. Ja. Hä? Warum? Na, Spezialangriff ist aber gar nicht mal so gut. So, Fee gegen, wo ist Kampf? Ah, wir kassieren erstmal. Fee ist gut gegen Kampf. Echt? Ja, macht zweimal. Cool. Mal sehen, ob wir es überleben. Ja. Weil er halt Kratzfurien einsetzt. Kratzfurien. Oh, ja. Du hast Tackle benutzt. Ja, weil also, ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es... Ja, hätt's mal gewartet. Bisschen Geduld, Mignon.
Wow. So. Naja, mit ein bisschen Glück. Hä? Aber stand jetzt nicht effektiv, oder? Doch. Stand da? Ich glaube schon, oder? Doch, okay. Es ist super effektiv, Junge. Super effektiv. Super. Super. Jetzt bist du vielleicht tot. Das kann passieren, ja. Ah, komm. Ach, kein Critical. Wenn es kein Critical Rasputin ist, kannst du nicht halt sterben. Das aus. Nein! Macht der letzte immer einen Crit? Nein, macht er nicht immer, aber... Dann hat er zweimal Glück gehabt. Yeah! Selbst ein Crit macht unseren Rasputin nicht fertig. Du kannst auch mal einen Trank einfach reinsetzen, damit es nicht stirbt. Das kann ich aber nicht während der... Ja, was kannst du danach machen? Also im nächsten, nach dem Kampf. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Wir nehmen kein überleveltes Pokémon. Yes. Oh. Brenn einfach. Das hat auch den gleichen Ruf wie Zubat, oder? Ist das nicht der gleiche? Also aus der Erinnerung heraus würde ich ja sagen. Ja, ich irgendwie auch. Guck mal, wir wurden wieder gekrittet. Ich guck mal, ob es irgendwie bei Zubat Call ist online irgendwie so. Wir wurden vergiftet. Wie schlimm ist das denn? Ich finde das schon ziemlich furchtbar. Christoph, wir wurden vergiftet. Oh, das war das gleiche Geräusch, nur langsamer. Ja. Lauf, lauf, lauf. Oh, und? Ja, das war Zubat. Okay. Der ist quasi ein Reskin. Ja, haben wir nicht einen All-Heal? Na, als erstes muss ich ihn mal nach vorne stellen, weil Rasputin kriegt nur auf die Schnauze. Ja, dann stell doch was anderes nach vorne. Kannst du doch Rasputin heilen? Dann kann er auf die Schnauze kriegen. Das können wir natürlich machen. Antidot. Use! Use! Use wisely. Use the Force! Ja, komm. Wir wollen ja auch andere Potions. Was sollen wir auch mit diesen ganzen Potions? Die brauchen wir irgendwann nicht mehr. Können wir ja auch einsetzen. Wir könnten sie irgendwann verkaufen. Für Geld, was wir dann auch nicht mehr brauchen. Genau. Tolle Idee. Hans, was hast du so gefunden? Full Heal. Cool. Was der so findet. Das ist echt geil, das Heil. Oh. Na, komm, den Trainer mit. Noch ein bisschen ja. Level. Ja, komm. Komm. Bidi, bidi, bidi. Oh. Also Pokémon sind die besten. Angler. Fisherman. Fisherman. Bist du ein Fishermans Freund? Ja, ich mag die richtig gerne. Also ich hasse halt Kaugummis, weil... Eigentlich wollte ich nur fragen, ob du ein Freund von diesem Fischermann bist oder nicht, aber... Ach so. Ich muss gleich wieder. Ja. Ja, bin ich. Warum magst du keine Kaugummis? Weil ich kriege immer richtig doll Hunger von Kaugummis. Echt? Ja, weil ich die dann halt nicht nur so 5 Minuten oder 10 Minuten kaue, sondern kaue ich die halt irgendwie eine halbe Stunde oder noch länger. Das mache ich aber auch. Ja, und ich kriege davon immer mega Hunger. Und dann knurrt mein Magen und dann denke ich mir, schade, ich habe gerade das Kaugummi gekaut, damit halt mein Atem besser ist. Und ja. Naja, und dann habe ich wieder Bock auf Döner oder sonst was. Vielleicht brauchst du so ein Döner-Kaugummi, das dir abgewöhnt, Kaugummis zu essen. Wie eklig. Kaugummi mit Döner-Geschmack. Ja, ich würde das auch kauen, ja, wenn das von dir kommt. Es gab von dem, ich habe so ein Online-Video gesehen, das hat Werbung gemacht für den Dösi. Das ist Dösi. Dösi ist der Döner-Smoothie. mit reichhaltigen Proteinen für den ganzen Tag. Oh, wie eklig, ey. Warum denn? Der Dösi. Hotdog? Ja, gönnt euch einen Dösi. Mach mal, Struggle-Book. Ich glaube, das ist Gift, das gegnerische, aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist dagegen ist. Schauen wir mal. Nicht so gut. Vielleicht ist Gift gut gegen so Pflanzenschutzgift. Oh. Nee, ist auch nicht effektiv. Wir machen mal Fairy Wind. Wir lernen das einfach jetzt so, anstatt dass wir auf die Tabelle gucken. Okay. Auch nicht so gut. Versuchen wir jetzt nochmal das andere? Lernen durch auf die Fresse fallen. Oh nein, wir wurden vergiftet. Veranschaulicht von Christoph und Tore. Na. So. Die ersten Menschen. Ja. Tackle wird nicht. Quatsch. Na, das ist schon okay. Oh. Oh, es ist Kampf. Ja, komm. Ist ja gut jetzt. Ist Pfund nicht normal? War das Pfund? Pfund, ich habe nur die Faust gesehen. Nee, es war Pfund. Die mitten in die Fresse reinflog. Ich hätte das Pokémon gewechselt, das wird irgendwie nicht so gut mit dem hier, oder? Level 10 gegen Level 10, das kriegen wir hin.
Wir verbrauchen zwar alle Potions, aber das ist egal. Ja, stimmt. Ja. Siehst du, das ist halt eine Faust. Und das soll ja Pfund sein. Ja, Pfund. Ein Pound ist hier so ein Hieb oder sowas. Pfund ist nur die komische Übersetzung davon. Ich habe das immer nur auf Deutsch gespielt. To pound someone ist jemanden erschlagen. Also so ein Hieb verfassen sozusagen. So ein Klatscher. So ein normaler Klatscher oder eher so ein Bitch-Slap? Bitch-Slap-Klatscher, glaube ich. Nee, eine Hinterhandschelle. Aber sagt man im Deutschen auch Pfund dazu? Jemandem so einen Pfund geben oder sowas? Gibt's auch irgendwie, oder? Ja, ich glaube, das sagst du eher beim Metzger. Ja. Andere Typen sind auch gut. Geben Sie mir mal noch einen Pfund davon. Ins Gesicht? Was? Rasputin wird größer. Hui! Geil. Oh, ich bin gespannt, was es wird. Und? Oh Gott. Irgendwie, ich hab das ja schon mal gesehen, das Pokémon. Oh Gott. Ich musste trotzdem Oh Mann, für alle Leute, die Adventure Time kennen, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Jake, der Hund. Ich brauche ein paar mehr Wasser-Pokémon. Achso, ja, komm, machen wir ihn auch kaputt. Okay, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal laufen wir weiter, oder? Ja, beim nächsten Mal laufen wir weiter. Cool. Und wenn es euch gefallen hat, gefällt es uns, wenn ihr auf unsere dicken Fischköpfe klickt. Flup, flup, flup. Um uns ein Abo dazulassen. Coolie. Bis dann. Ciao.